Hallo und willkommen bei der GUP. Wir haben ja in unseren Videos schon oft mit euch zusammen Blumen gepflanzt, vor allem als Insektenweide, aber wir haben noch nie darüber nachgedacht, was Pflanzen eigentlich so zum Wachsen brauchen. Viele Kinder wissen schon von ihren Eltern, dass Blumen natürlich die Sonne brauchen, gute Erde und Wasser zum Wachsen, aber stimmt das denn auch? Mit unserem Projekt heute wollen wir es mal sehr schön für Kinder begreiflich machen, immer frei nach dem Motto, nur wer die Natur gut kennt, kann sie auch gut schützen. Bestens geeignet für dieses Projekt sind Bohnen. Bohnen sind schön schnellwüchsig, sodass die Geduld der Kinder nicht zu sehr strapaziert wird und es gibt sie in verschiedenen Größen und Farben. Wir haben hier schwarze, weiße und rote Bohnen, dann die grünen Mungobohnen. Augenbohnen sind natürlich was ganz Besonderes, aber für unser Projekt heute verwenden wir die größten, nämlich die Feuerbohnen. Feuerbohnen heißen sie nicht etwa, weil ihr Feuer drin ist oder weil sie besonders scharf sind, sondern weil die Blüten später feuerrot werden. Wenn man sich die trockenen Bohnen genauer anschaut, sind sie sehr hart. Wir haben aber mal Bohnen über Nacht in Wasser gelegt und davon angel ich uns jetzt mal welche raus. Sie haben sich deutlich verändert. Diese Bohne ist viel, viel größer geworden, auch die Farbe hat sich verändert und sie sind auch viel weicher. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr sogar ein Quietschen hören, wenn ihr sie ans Ohr haltet. Wenn ihr die trockene Bohne anschaut, kann man sich nicht denken, wo hier eigentlich Wasser in die Bohne reinkommen sollte. Einzig und alleine hier, an dieser weißen Stelle, ist das möglich. Die weichen Bohnen haben auch den Vorteil, dass ihr mal reingucken könnt. Pult einfach mal die Schale ab und guckt mal, wie es da von innen aussieht. Ihr seht, unten drunter ist eine ganz andere Farbe. Und man stellt schnell fest, dass die Bohne aus zwei Hälften besteht. Wenn man genauer hinguckt, kann man sogar hier vorne noch den kleinen Keimling sehen. Jetzt klappe ich die Bohne mal auseinander. Und innen drin könnt ihr gut erkennen, dass sogar schon zwei Blättchen angelegt sind. Am besten könnt ihr es auch mit der Lupe betrachten. Also die Bohne hat eigentlich schon alles da, um einfach loszuwachsen. Sie hat hier den Keimling, Blätter und genug Nährstoffe in dem Körper gespeichert. Jetzt wisst ihr schon, wie die Bohnen von innen aussehen. Jetzt könnt ihr anfangen, sie einzupflanzen. Dafür verwenden wir heute ausnahmsweise einmal Plastikbecher, einfach aus dem Grund, weil sie durchsichtig sind und man sie etwas zusammendrücken kann. Das erleichtert später, die Pflanzen wieder rauszunehmen. Ich wähle immer relativ stabile Plastikbecher, da man die einfach auswaschen und vielfach verwenden kann. So, wie pflanzt man? Natürlich mit Erde. Deshalb fülle ich jetzt erstmal drei von unseren Bechern mit Erde. Unsere Annahme ist ja, dass Bohnen Erde zum Wachsen brauchen, wie alle Pflanzen. Aber was passiert denn jetzt, wenn ihr statt Erde mal was anderes verwendet, zum Beispiel solche Küchentücher? Das müssen wir unbedingt ausprobieren, deswegen zerknäule ich jetzt einfach mal zwei, drei Küchentücher und stecke sie hier in den Becher. Da mache ich das schon mal etwas nass, weil wir gesagt haben, Pflanzen brauchen auch Wasser zum Wachsen. Wenn das nass macht, kann man es noch mal etwas runterdrücken. So, jetzt könnt ihr schon anfangen zu pflanzen. Jetzt pflanze ich hier in den Papierbecher einfach mal Bohnen ein. Und zwar so an die Seite, dass ich sie noch gut sehen kann. Ich mache mal in jeden Becher drei Bohnen rein, falls eine nicht auskeimt. An der Seite kann man sie sehr schön beobachten. Stecke ich noch von oben ein Tuch drauf und mache das Ganze nochmal nass. Und unser erster Becher ist fertig. So. Dann hat mir gesagt, Pflanzen brauchen Wasser zum Wachsen. Stimmt das auch? Wir nehmen einfach mal einen Becher, pflanzen Bohnen rein und gießen ihn nicht. Steckt wieder drei von den Bohnen rein, wieder so, dass man sie sehen kann. Aber diesmal hängen wir noch ein Schild dran mit Gießen streng verboten. Das könnte so aussehen, aber ihr könnt natürlich auch selber Schilder malen. Aber wenn wir sagen, Gießen ist streng verboten, dann müssen wir die Gießkanne natürlich durchstreichen. Dann wissen die Kinder Bescheid, aha, hier darf kein Wasser rein. Das hänge ich jetzt einfach an den Becher und der zweite Becher ist fertig. Dann, wie ihr auf unseren Schildern sehen könnt, hier haben wir noch die Sonne. Wie ist es denn, wenn Pflanzen keine Sonne bekommen? Das probieren wir im dritten Becher aus. Ich stecke wieder unsere drei Bohnen rein. Aber diesmal stellen wir sie so, dass kein Licht drankommt. So, drei Bohnen rein. Dafür habe ich hier so eine Chipspackung einfach mit einem Stück Papier beklebt. Das passt genau über den Becher rüber. Und diesmal streichen wir natürlich die Sonne durch. Dieser Becher darf gegossen werden, das mache ich jetzt gleich noch, aber er steht im Dunkeln. So, gießen und keine Sonne, ab ins Dunkle.
Auch hier ist wieder für die Kinder ganz deutlich, was gemacht werden darf und was nicht. Den letzten Becher, den machen wir so, wie die Kinder es natürlich vorschlagen würden. Wir gießen ihn, wir stellen ihn in die Sonne, wo er es schön warm hat, und warten mal ab, ob sie da besonders gut wachsen. Hier hängen wir den gleichen Zettel dran, nur dass wir diesmal nichts durchstreichen. Ihr könnt den Versuch jetzt natürlich noch vielfach ausbauen. Ihr könnt zum Beispiel einen Becher nehmen und besonders viel Wasser reingeben. Was passiert denn, wenn Pflanzen zu viel Wasser haben? Oder ihr könnt mit etwas anderem gießen, zum Beispiel mit Salzwasser oder mit Saft. Was passiert dann? Brauchen Pflanzen zum Beispiel Wärme beim Wachsen? Stellt doch mal einen Becher in den Kühlschrank und beobachtet den. Also es gibt noch viele, viele Möglichkeiten. Kindern fällt da bestimmt was ein. So, jetzt stelle ich die Becher in die Sonne, gieße regelmäßig da, wo es erlaubt ist, und dann warten wir einfach mal ab, was passiert. Jetzt sind etwa 2 Wochen vergangen. Jetzt gucken wir einfach mal, was sich hier bei unserem Bohnen getan hat. Zuerst gucken wir mal die, wo man nicht gießen durfte. Und ihr seht, da hat sich so ziemlich gar nichts getan. Da ist immer noch die Bohne, ganz genauso wie wir sie eingepflanzt haben. Hol sie mal raus. Ja, da hat sich absolut nichts getan. Also ohne Wasser geht es wirklich nicht. Jetzt kommt die Bohne in den Küchentüchern. Ja, da ist was gewachsen. Grün ist sie auch, aber es sieht doch ein wenig mickrig aus, würde ich sagen. Ja, das könnte besser sein. Jetzt gucken wir die Bohne, die alles hatte, die Licht, Wasser und Erde hatte. Und hier sind 2 schöne, starke Pflänzchen gewachsen. Also so scheint es auf jeden Fall gut zu funktionieren. Ja, die Pflanzen haben schöne Wurzeln gebildet, ihr seht, bis unten hin. Und aus der Erde haben sie alle Nährstoffe bekommen, die sie benötigt haben. Hier hat es bis jetzt am besten geklappt. Aber jetzt gucken wir nochmal unter unsere geheimnisvolle Röhre ohne Licht. Und ihr seht, es ist was gewachsen, aber die Pflänzchen sehen noch deutlich anders aus. Hier sind die Stiele weiß und die Blätter ganz gelb geblieben. Also ganz anders als bei unseren schönen, kräftigen, grünen Pflanzen. Ja, und so richtig gesund sehen diese Pflanzen auch nicht aus, würde ich behaupten. Also ohne Licht scheinen die Pflanzen nicht in der Lage zu sein, grün zu werden. Jetzt könntet ihr ja nochmal ausprobieren, was passiert, wenn jetzt diese gelb-weißen Bohnen Licht bekommen. Wir können sie einfach mal mit den grünen Bohnen zusammen in einen größeren Topf setzen und vielleicht die aus dem Küchentücherbecher noch dazu und dann mal beobachten, was mit diesen Pflanzen passiert. Ob sie noch grün werden, beziehungsweise ob die aus den Küchentüchern auch noch anfangen, kräftiger zu wachsen. Und tatsächlich, alle Pflanzen sind noch grün geworden und gut gewachsen. Ihr seht, wenn sie größer werden, brauchen sie noch eine Rankhilfe. Wir haben hier so einen schönen, bunt bemalten Stock dafür genommen. Wenn ihr dann noch länger wartet, könnt ihr schon bald die feuerroten Blüten sehen. Hier sind sie, wunderhübsch. Aus den Blüten bilden sich dann später die Schoten und in den Schoten die Bohnen. Und dann fängt der ganze Kreislauf wieder von vorne an. Aber das dürft ihr schon allein ausprobieren. Wir wünschen euch viel Spaß bei eurem Bohnenprojekt.